Ach Chef, wäre es womöglich, dass ich morgen freikriege? Klär doch sowas bitte mit Paula. Findest du auch, dass er immer mufflicher wird? Hinter morgen geht's nicht, morgen ist zu viel zu tun. Vielleicht übermorgen. Was ich euch noch fragen wollte, braucht zufällig jemand einen Kühlschrank? Ich hab mir einen neuen gekauft und weiß jetzt nicht, wohin mit dem alten. Ist noch tipptopp in Ordnung, 120 Liter. Wieso haben Sie sich denn den neuen gekauft, wenn der alte noch so toll ist? Ja, der neue ist schöner, größer. Hat zwei extra Obstfächer, eine verbesserte Abtauvorrichtung und er kann Eiswürfel machen. Also, ich brauche keinen Kühlschrank. Wir sind mit unserem zufrieden. Ah, Herr Bücking, immer noch hier? Hab noch 4 Wochen. Ah, da sitzen Sie auf einer Backe. Hallo, Herr Liebling. Hallo, wie geht's? Hier, das ist er. Dankeschön. Herr Muckefuß, Rechtsanwalt Liebling. Freut mich. Wie lange sind Sie denn jetzt im Kahn? Heute ist der 2. Tag. Oh, und da haben Sie schon bis zur Krankenstation geschafft? Das ist aber eine reife Leistung. Da brauchen andere Wochen dazu. Verhält sich leider anders, als Sie denken. Das ist eine echte Nierenquetschung und echte Hautabschürfungen. Mhm. Zusätzlich habe ich ein Trauma. Ein echtes? So ist es. Herr Muckefuß. Bevor Sie loslegen, sagen Sie mir doch mal schnell, wie sind Sie auf mich gekommen? Auf Empfehlung von einem gewissen Arthur Kinzig. Kinzig? Kann mich jetzt gar nicht erinnern. Körperverletzung und Nötigung. Ah ja. Hoffentlich hat dieser Kinzig Ihnen auch erzählt, dass ich nicht umsonst arbeite. Er hat gesagt, wenn man eine Mark übrig hat, kann man sie nicht besser investieren als in Sie. Scheint ein vernünftiger Mann zu sein. So, nur erzählen Sie mal kurz, was Sache ist. Ich soll den Filialleiter von einem Supermarkt überfallen und ihm eine Tasche voll Geld entrissen haben, die er gerade zur Bank bringen wollte. Was heißt das, Sie sollen? Moment noch. Anschließend wollte ich mit dem Geld auf dem Motorrad abhauen, bin aber nach 5 Metern mörderisch auf die Schnauze gefallen und festgenommen worden. Glauben Sie bitte nicht, dass ich da stolz drauf bin. Augenblick, nochmal. Zuerst sagen Sie, Sie sollen diesen Typ da überfallen haben und dann sagen Sie, Sie wollten mit der Tasche abhauen. Was stimmt denn nun? Na, Bedet stimmt. Dieser Filialleiter mit dem Geld heißt Klinkmann. Mit dem war das abgesprochen. Das sollte so aussehen wie ein richtiger Überfall. War aber in Wirklichkeit keiner. Haben Sie das dem... Ich fahre Sie mal ein Stückchen darüber, ja. Oh. Moment. Haben Sie das dem Haftrichter erzählt? Dem habe ich ja nicht gesagt. Mit Klinkmann war ausgemacht, etwa halbe-halbe machen. Oder auf Jutdeutsch 50-50. Einerseits mache ich mir nur Vorwürfe, dass durch meine Blödheit nichts aus der Sache geworden ist. Andererseits habe ich keine Lust, für Klinkmann mit in den Knast zu gehen. Und deswegen hätte ich eine Bitte an Sie. Na los schon. Dass Sie zu Klinkmann gehen und ihn fragen, wie viel ihm das wert ist, dass ich dicht halte. Deswegen haben Sie mich hierher gerufen? Unter anderem. Verwechseln Sie mich da nicht? Mit wem? Hat Ihnen dieser Arthur Kinzig gesagt, dass ich Rechtsanwalt bin oder Laufbursche? Pardon, ich wollte Sie nicht kränken. Wirklich nicht. Ich habe bloß gedacht... Gar nichts haben Sie gedacht. Sind Sie vorbestraft? Dummerweise ja, wegen Raub. Na toll. Das heißt, in dem einen Fall drohen Ihnen als Wiederholungstäter 8 Jahre und in dem anderen, wenn Sie auspacken, 1,5 Jahre, vielleicht sogar auf Bewährung. Wie viel soll Ihnen denn der Klinkmann da zahlen für 6 Jahre Knast? So habe ich das noch ja nicht gesehen. Sie meinen also, ich soll aussagen, dass Klinkmann mit drinne hängt? Sie haben gar keine andere Wahl. Wenn Sie gut verteidigt werden wollen, heißt das, Klinkmann reinreiten. Ich komme morgen wieder, bring meinen Kassettenrekorder mit und dann gehen wir ein bisschen in die Einzelheiten. Wie wär's denn mit einem Antrag auf Haftverschonung? Na, nun mal nicht so eilig. Wenn Sie draußen wären, würden Sie auch bloß irgendwo im Krankenhaus rumliegen. Hier haben Sie es doch viel gemütlicher. Ach, haben Sie das Bett darüber geschoben? Ja, der Mann spitzt die ganze Zeit die Ohren. Der Mann ist stocktaub. Im Ernst? Ja. Finden Sie nicht auch, dass diese Kündigung absolut... Also,
Fragen Sie mich nicht nach meiner Meinung. Ich kann mir kein Urteil erlauben, bevor ich die Einzelheiten kenne. Wie lange sind Sie denn schon an diesem Theater beschäftigt? Seit 7 Spielzeiten. In dem Brief ist die Rede von Verletzungen der Vertragspflichten. Ihre Kündigung wird mit Arbeitsverweigerung begründet. Worin besteht die? Ich hatte die Wahl, mich entweder an einem Mord an der Kunst zu beteiligen oder aber das abzulehnen, was man von mir verlangte. Ich habe mich für das Letztere entschieden. Könnten Sie das etwas näher erläutern? Gerne. Friedrich Schiller hat ein Stück geschrieben mit dem Titel Kabale und Liebe. Ist bekannt, ja. Ja, und dieses Stück wird zurzeit an unserem Theater inszeniert. Für die Regie hat man aus mir unerfindlichen Gründen einen nichtsnutzenden Trickbetrüger engagiert, namens Traugott Werber. Der Inhalt des Stückes ist Ihnen ja bekannt. Leider nicht, das ist sehr lange her. Ach so. Also ursprünglich ist das Stück Luise Millerin. Diese Luise Miller ist eine Musikertochter, einfaches Mädchen, kleinbürgerliche würden wir heutzutage sagen. Sie verliebt sich in Ferdinand, ein Offizier, der adelig ist. Nun ja, Ständeklausel und so weiter, es gibt Probleme. Das Stück endet sehr tragisch, mehr will ich Ihnen jetzt gar nicht erzählen. Und wissen Sie, was ich spielen sollte? Die Luise Millerin. Sie? Das ist in der Tat etwas seltsam. Es kommt noch viel seltsamer. Passen Sie auf, was dieser Triebtäter von einem Regisseur sich ausgedacht hat. Er hat die Musikertochter Luise Millerin gestrichen und einen Musikersohn Ludwig Müller daraus gemacht. Und dieser Ludwig ist natürlich homosexuell. Meine Rolle. Und ich verliebe mich in Ferdinand, der ist natürlich auch schwul. Und Sie haben sich geweigert, das zu spielen? Hätten Sie das vielleicht nicht? Dabei hatte ich mich so gefreut, als es hieß, dass ich eine Rolle in Kabale und Liebe übernehmen kann. Ich verehre unsere Klassiker sehr. Als ich dann aber von dieser monströsen Verballhornung durch diesen schwachsinnigen Regisseur hörte, habe ich klipp und klar gesagt, ohne mich. Diese Schandtat geschieht ohne mich. Ich habe eine gute Nachricht. Hast du auch was zu trinken? Auch das, aber zuerst die gute Nachricht. Mein Sohn ist nicht da. Auf dem Zettel steht, dass er morgen Abend erst zurückkommt. Fürwahr, das ist eine gute Nachricht. Muss ich zugeben. Und jetzt mein Cognac. Hier, dein Cognac. Oh. Was ist das denn für ein Monster? Das ist eine Hausbahn. Sieht man das nicht? Ach, die hat jemand hier für eine Weile untergestellt. Was ist denn untergestellt? Die habe ich gekauft. Ist es nicht in Ordnung damit? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber das ist eins der hässlichsten Möbelstücke, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wie nennt man sowas? Hab keine Angst, ich will sie dir nicht schenken. Was muss man dafür anlegen? Ich glaube nicht, dass dich das so interessieren hat. Rosemarie, es ist doch nicht übertrieben zu sagen, dass wir beide befreundet sind. Also, wenn du mit mir vorher darüber geredet hättest, hätte ich dir bestimmt... Wieso hätte ich vorher mit dir darüber reden sollen? Du bist weder mein Vater, noch mein Vormund, noch mein Mann. Wenn wir beide zusammen wohnen würden, dann hätte ich deine Vorwürfe vielleicht verstanden. Obwohl sie auch dann nicht angebracht gewesen wären. Aber so sind sie absolut überflüssig. Hast du noch einen Cognac für mich? Hier. Wie du vielleicht weißt, werde ich in ein paar Wochen 40. Mhm. Ja, da gibt's ja ein Fest. Und dafür habe ich die Hausbar gekauft. Abgesehen davon finde ich sie schön. Hast du schon Leute eingeladen? Ja, eine ganze Menge. Oh, das ist schade. Was ist denn daran schade? Na, ich wollte doch zu deinem Geburtstag mit dir ein paar Tage wegfahren. Ist lieb von dir. Aber es lässt sich leider nicht mehr ändern. Wirklich schade. Ich lass mich hängen, wenn du für das Ding auch nur einen Pfennig weniger bezahlt hast als 5000 Mark. Weißt du, so hat denn jeder seine Träume. Früher habe ich von einem Mann wie dir geträumt. Und heute träume ich von einer Hausbar. Ich hab's inzwischen vergessen. Wie heißt dieser Filialleiter? Klinkmann. Werner Klinkmann. Sie sagen, Sie kennen sich schon eine Weile? Seit über 10 Jahren. Woher? Bundeswehr. Er war Unteroffizier und ich war Schützearsch. Das lässt sich überprüfen? Auf die Stunde genau. Da gibt es Unterlagen drüber. Sehr schön. Als Sie über diese Sache mit ihm geredet haben, über den fingierten Überfall, dafür gibt es keine Zeugen, ne? Na, Sie machen mir vielleicht Spaß. Natürlich gibt es keine. Und das ist kein Zufall. Kein Freund, Freundin, Vater, Mutter? Nee, niemand. Sie verstehen, warum ich Sie danach frage. Gibt es Personen, die bezeugen können,
dass Sie sich in letzter Zeit mit Klinkmann getroffen haben. Er hat nämlich angegeben, er hätte Sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Da hat sie wohl nicht mehr alle. Also wenn Sie mir mal ein paar Sekunden nachdenken lassen, nenne ich Ihnen mindestens 5 Leute, die uns beide zusammen gesehen haben. Wann? Auch kurz vor der Tat? Uchtet. Gut, diese Angaben nehmen wir nachher auf. Wann haben Sie den Plan besprochen? Das ist noch kein Monat her. War seine Idee. Ich will ihm mal eine Einzelheit sagen. Es war ausgemacht, dass Klinkmann so dicht am Straßenrand entlang geht, dass ich ihm die Tasche vom fahrenden Motorrad aus wegreißen kann. Aber nur, wenn Ihnen kein parkendes Auto in die Quere kommt. Sie haben genau den springenden Punkt erfasst. Um das zu verhindern, haben wir uns extra eine Stelle ausgesucht, an der absolutes Halteverbot ist. Klaro? Ah, gut. Und so ist es dann auch gelaufen. Und wenn ich nicht so bescheuert gewesen wäre und mir hingelegt hätte, könnten wir heute beide wohlhabende Männer sein. Wie viel Geld war denn drin in der Tasche? 35.000 Märker, sagt jedenfalls die Polizei. Ich persönlich hatte ja keine Zeit, das nachzuzählen. Diese Verabredung jetzt halte ich nicht für ein Meisterstück der Terminplanung. Das können Sie ruhig wissen. Oh, Tag, Chef. Der Herr wartet schon. Sind Sie jetzt auch von dieser Waldmann-Pest angesteckt? Nein, nein. Senta hat ihn liegen lassen. Ich habe mal kurz reingehört. Wissen Sie, es ist wirklich nicht sehr schön, was da rauskommt. Das hätte ich Ihnen vorher sagen können. Hat er gesagt, worum es sich handelt? Kein Wort. Brauchen Sie mich noch? Mein ganzes Leben lang. Aber jetzt können Sie nach Hause gehen, falls Sie das meinen. Danke, Chef. Kommen Sie rein, Herr Kniebender. Ja, das ist nicht mein richtiger Name. Das habe ich mir schon gedacht. Am besten, wir halten uns nicht lange mit Vorreden auf. Sehr gut. In Wirklichkeit habe ich nämlich schon Feierabend. Das sind 300.000 Mark. Finden Sie nicht, dass von dem Geld ein überirdischer Glanz ausgeht? Zweifellos, ja. Ich habe vor, es Ihnen zu geben. Muss ich dafür was machen? Ja, aber nicht sehr viel. Sie sollen einen Staatsanwalt oder Richter bestechen. Wenn es weiter nichts ist. Ich werde mit Haftbefehl gesucht. Rauschgift? Woher wissen Sie das? Eingebung. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Sie sollen mich nicht in einem eventuellen Verfahren vertreten. Ich möchte nur, dass Sie bei der zuständigen Person erreichen, dass mein Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wird. Ich will aus diesem Scheiß-Berlin raus und dazu muss ich vorher aus dem Fahndungscomputer raus. Nach einer Woche können die mich meinetwegen wieder auf die Liste setzen. Man findet selten einen Mandanten, der so präzise Vorstellungen hat. Wie viel Sie dem entsprechenden Beamten geben, bleibt Ihnen überlassen. Der Rest wäre dann Ihr Honorar. Eines sollte ich Ihnen wohl sagen. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass ich Sie anzeige. Wie darf ich das verstehen? Mandatsanbahnungsgespräche unterliegen der Schweigepflicht. Und um ein Mandatsanbahnungsgespräch handelt es sich auch dann, wenn das Mandat nicht zustande kommt, wie in unserem Fall. Heißt das, dass Sie die Sache nicht übernehmen wollen? So könnte man es ausdrücken, ja. Also brauchen wir gar nicht weiter zu reden? Überhaupt nicht. Ich würde nur vorher gern noch mal einen Blick auf das Geld werfen, wenn Sie erlauben. Warum nicht, wenn es Ihnen Freude macht? Danke. Wunderbar. Stopp, stopp, stopp! Nein, 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 also, das geht doch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, Jode, du sag doch mal was. Ich kann mir anscheinend nicht mehr verständlich machen. Machen Sie sich auf eine Katastrophe gefasst. Ein Tupfenballett, also, bitte, ich lege euch an. Das ist Traunert Werber. Das ist der Schlimmste von allen. Stopp nicht. Ich hab Ihnen schon mal gesagt, ich will Sie hier nicht mehr sehen. Sie dürfen hier nur noch zur Vorstellung rein, wenn Sie vorher eine Karte gekauft haben. Wann kapieren Sie das endlich? Ich bin der Anwalt von Herrn Winterlein. Ob jemand, der hier nichts zu suchen hat, seinen Anwalt mitbringt, interessiert mich nicht. Ach, hauen Sie lieber ab, bevor Sie auch noch ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch am Hals haben. Als ein Anwalt können Sie ihm das vielleicht mal klar machen. Hm? Sehen Sie, so sensibel wie er mit Leuten umgeht, so geht er auch mit Theaterstücken um. Wenn ich Ihnen erzählen würde, was ich an diesem Theater nicht schon mitmachen musste, welche Kröten ich nicht schlucken musste, ohne aufzumucken, die Haare würden Ihnen zu Berge stehen. Sehen Sie, in unserem Fall handelt es sich um eine Zivilrechtssache mit Sonderzuständigkeit. Ja. Und zwar gibt es da ein sogenanntes Bühnenschiedsgericht. Kennen Sie das? Vom Namen her, ja.
in diesem Bühnenstück. Als Theaterschauspieler mit einiger Sensibilität ist man einem solchen Stress ausgesetzt. Wenn ich das Wort Regieeinfall höre, bricht mir der Schweiß aus. In diesem Bühnenschiedsgericht sitzen unter anderem Schauspielervertreter und auch Vertreter der Theaterbesitzer. Wir sollten manche Regisseure bevorzugen die alten Stücke ja nur aus einem einfachen Grund. Nicht etwa aus Interesse an jener Epoche, nein. Weil die alten Klassiker sich nicht zur Wehr setzen können heutzutage. So sieht das aus. Ja. Der Schriftsatz mit unserer Klage auf Weiterbeschäftigung geht dann heute oder morgen raus, ja? Ja. Ja, das ist sehr gut. Sie wissen, dass ich ein Bewunderer Ihrer Argumentierkunst bin, aber in diesem Fall gehen unsere Ansichten weit auseinander. Ich bin entschieden gegen Haftverschonung für Muckefuß. Dass ich Ihren Antrag vor dem Haftrichter unterstütze, können Sie vergessen. Sie wissen, dass ich noch nie ein Bewunderer Ihrer Rechtsauffassung war. Aber selbst Sie müssten doch zugeben, dass Vortäuschung einer Straftat was anderes ist als schwerer Raub und anders behandelt werden sollte. Naja, das ist mir schon klar. Aber das weiß der Herr Muckefuß auch. Ich halte seine Geschichte von der Verabredung mit Herrn Klinkmann für einen Versuch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Vielleicht folgt er sogar einem listigen anwaltlichen Rat. Ich überlege gerade, ob ich mich über so eine Unterstellung nicht schrecklich aufregen müsste. Ach kommen Sie, unter vier Augen kann man schon mal sowas sagen. Wir sind ja nicht in der Verhandlung. Ich habe den Filialleiter Klinkmann noch mal vernommen. Der lacht sich über die Behauptung von Herrn Muckefuß halbtot. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich in der Verhandlung eine rübergezogen gekriegt? Im Gegenteil. Es gab eine Verurteilung genau entsprechend meinem Antrag. Na, da müssten Sie doch in Geberlaune sein und nicht so streng. Bessert nicht jeder Tag Knast, der verhängt wird, Ihre Stimmung? Finden Sie nicht, dass jetzt etwas zu weit gehen? Ach, kommen Sie. Unter vier Augen kann man doch sowas schon mal sagen. Kann losgehen. Das ist die beste Nachricht seit langem. Also, Namen zu dem Vollmacht des Klägers erhebe ich Klage mit der Bitte um Anberaumung eines Termins für eine mündliche Verhandlung, in der ich beantragen werde, wie folgt zu erkennen. Erstens, es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis zwischen dem Kläger und dem beklagten Schauspieltheater ungeachtet der Kündigung vom Datum einsetzen weiter besteht. Zweitens, das beklagte Theater wird dazu verurteilt, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Kündigungsschutzklage den Kläger weiter zu beschäftigen. Dauert bloß noch ein Momentchen. Gott sei Dank. Und rochen ist hier nicht. Schon ja keine Stinker-Doris. Kommen Sie auf Rezept oder von sich aus? Nee, von mich aus. So, fertig. Die Frage, die ich habe, ist folgende. Können Sie bezeugen, dass Herr Udo Muckefuß und Herr Werner Klinkmann einander kennen, sich vielleicht sogar gut kennen? Wieso wollen Sie denn das wissen? Ich bin der Anwalt von Herrn Muckefuß. Er ist in gewissen Schwierigkeiten. Schon wieder? Was ist denn diesmal los? Hängt davon die Beantwortung meiner Frage ab? Überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, mich interessiert das auch ja nicht. Ja, ich kenne die Beden sehr gut. Ja, woher? Ich war mit Bede verlobt. Na, nicht gleichzeitig, nacheinander. Ist schon eine Weile her. Und was wissen Sie über das Verhältnis der beiden untereinander? Och, das war gut bis mittelgut. Beim Verlobungswechsel war ein bisschen angespannt. Aber das hat sich wieder gegeben. Was Sie schon daran sehen können, dass wir vor 3 Wochen friedlich ein Bierchen getrunken haben. Zu dritt? Zu viert mit meinem gegenwärtigen Verlobten. Ja, Sie brauchen mir ja nicht so anzukicken. Das ist eine schnelllebige Zeit. Glauben Sie nicht, dass ich gekommen bin, um Sie um einen Gefallen zu bitten? Wenn das Gericht Sie zur Weiterbeschäftigung von Winterlein verurteilt, woran ich nicht zweifle, dürfte das Klima zwischen Ihnen vergiftet sein. An einem Theater stelle ich mir das besonders problematisch vor. Und deshalb meine Frage, ob es nicht klüger wäre, sich ohne Gerichtsurteil zu einigen.
Da stoßen Sie bei mir auf taube Ohren. An diesem Theater wird Winterlein nur weiter beschäftigt, wenn man uns dazu zwingt. Unter keinen sonstigen Umständen. Mein Gott, was hat er Ihnen getan? Getan ist nicht das richtige Wort. A, ist er ein Kotzbocken. Das sei hier natürlich nur unter uns. Und B, ist er ein so hundsmiserabler Schauspieler, dass es einem die Schuhe auszieht. Haben Sie mal spielen sehen? Leider nicht. Seien Sie froh. Und das ist in Ihren Augen ein Kündigungsgrund? Nein. Aber wenn man eine so einmalige Gelegenheit nicht nutzt, ihn loszuwerden, müsste man total verrückt sein. Ich muss mich an das halten, was im Kündigungsschreiben steht. Finden Sie die Haltung Winterleins in dem strittigen Fall wirklich so absurd? Absolut. Welcher Regisseur sollte bei uns noch arbeiten wollen, wenn jeder Schauspieler mitinszeniert? Gilt denn die Freiheit der künstlerischen Betätigung nicht auch für Schauspieler? Lieber Herr Rechtsanwalt, klären Sie das doch bitte mit dem Gericht. Wir müssen hier schwer arbeiten. Keine Resultate, keine Subventionen. Wieder so ein Suffkopf, der nicht aushalten kann, bis wir aufmachen. Nee, der will was. Mach mal auf. Wir machen erst um 6 Uhr auf. Ich komme nicht als Gast. Obwohl ich gegen ein Bier nichts einzuwenden hätte. Sie sind der Herr Schmutzler? Und? Ihren Namen weiß ich von Muckefuß. Muckefuß? Zähl ich im Knast? Sie sagen das. Ich bin sein Anwalt. Und was haben wir damit zu tun? Von Ihnen möchte ich jetzt nur gern wissen, stimmt es, dass Muckefuß und ein Herr Klinkmann im letzten Monat mehrmals gemeinsam Ihre Gäste waren? Ja, das stimmt. Weiter? Weiter nicht. Halt du dich da lieber raus! Was quatschst denn du? Wenn sie hier waren, waren sie hier. Was soll ich mir denn da raushalten? Eine gesunde Einstellung. Überall muss der seine rote Nase drin stecken. Bild? Ja. Ich weiß ja nicht mal, für wen es gut oder für wen es schlecht ist, dass sie zusammen hier waren. Ich weiß, was denn jetzt stimmt. Ende der Durchsage. Ende der Durchsage. Paula, weißt du, was wir am Wochenende gemacht haben? Du erzählst es mir ja sowieso gleich. Na, dann eben nicht. Na los, hab dich nicht so. Was heißt wir? Du und deine Eltern? Quatsch. Ich und mein Verlobter, Joachim. Und? Was habt ihr gemacht? Wir waren in Ost-Berlin. Zuerst waren wir im Pergamentmuseum und dann im Theater. Kultursatz. War schön. War super. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Grenzer sind immer so unfreundlich. Dauernd hat man das Gefühl, man hätte sie beleidigt und müsste sich bei ihnen entschuldigen. Tag. Irgendwo gibt hier ein Rechtsanwalt Lüstling, der will sprechen und zwar umgehend. Das glaube ich Ihnen gern. Aber der nächste Termin, den ich Ihnen bei Rechtsanwalt Liebling geben kann, ist ungefähr in 10 Tagen. Junge Frau, ich habe gesagt, jetzt. Und wenn Sie mir einen Termin geben, dann nehme ich ihn mir. Entschuldigung, wie heißen Sie denn? Klinkmann. In welcher Sache möchten Sie zu Herrn Liebling? Das weiß er schon. Herr Liebling ist sehr beschäftigt und würde sich schön aufregen, wenn ich jeden Besucher zu ihm reinließe. Was denken Sie, wie ich mal gleich aufrehe, wenn es hier nie endlich losgeht? Können Sie auch etwas freundlicher sein? Jetzt reicht's. Ich mach meine Zeit auch nicht hier, Chef. Sie müssen aufstehen. Denk gar nicht dran. Da draußen steht so eine Art Gorilla, der will rennen zu Ihnen. Paula kann ja nicht mehr lange halten. Klinkmann heißt er. Was? Ein Gorilla? Kommen Sie bitte rein. Das ist aber ein zierlicher Gorilla. Was haben Sie eben gesagt? Nichts, das war was Zoologisches. Worum geht's? Sie sind also der Winkeladvokat von Muckefuß. Was wollen Sie? Laufen Sie immer in Socken rum? Nein, nur wenn unangemeldeter Besuch kommt. Und unerwünschter. Unangenehm wird's erst noch. Ich hab nämlich vor, Ihrem Tun Einhalt zu gebieten. Das klingt ein bisschen lächerlich, wenn Sie erlauben. Seit Tagen geistern Sie in Berlin rum und versuchen mal in was Üble drin zu ziehen, womit ich nichts zu tun habe. Das verbitte ich mir. Okay. Ich hab's gehört. Sie können dann wieder gehen. Warte. Weiter fällt Ihnen dazu nichts ein? Sie wissen, dass Muckefuß die Wahrheit sagt. Ich weiß es. Was sollen wir da groß reden? Ein Scheißdreck! Der versucht, meine Beteiligung an einem Raub anzuhängen, den er ganz alleine zu verantworten hat, das Miststück. Haben Sie mal daran gedacht, wie groß der Unterschied zwischen beiden Varianten für ihn ist? Was geht mich das an? Ich sah es Ihnen zum letzten Mal. Hört auf,
mir da eine miese Sache anzuhängen. Wenn Sie nicht so ein penetranter Schreihals wären, dann würde ich Ihnen jetzt einen Rat geben. Aber Brüllaffen kriegen von mir keinen Rat. Da wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als sich einen eigenen Anwalt zu suchen. Paula, Herr Klinkmann möchte wieder gehen. Das ist Haben Sie nicht gehört? Sie möchten wieder gehen. Ich glaube, wir kriegen noch mal miteinander zu tun. Das wird sehr hart, mein Lieber. Für Sie. War doch ziemlich groß. Hätte schief gehen können. Von einer Arbeitsverweigerung durch meinen Mandanten zu sprechen, stellt eine grobe Verzerrung der Tatsachen dar. Herr Winterlein war nicht nur zur Arbeit bereit, er hatte sich sozusagen über seine unmittelbaren Pflichten hinaus auch noch Gedanken über das aufzuführende Stück gemacht. Und dabei war er zu einem anderen Resultat gekommen als der Regisseur. Tut mir leid, aber dafür ist er nicht angestellt. Diese Gedanken verlangt nicht nur keiner von ihm, es will sie auch niemand. Das klingt ziemlich rüde, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Sie wissen, dass die Freiheit der Kunst in unserem Grundgesetz garantiert ist. Ich räume ein, dass Herrn Winterleins Haltung zu gewissen Spannungen am Theater geführt hat. Wenn aber verschiedene Auffassungen von Intentionen, von Kunstwerken ein Kündigungsgrund wären, gäbe es wohl kaum noch Schauspieler an unserem Theater. Also, dazu möchte ich mal was sagen, ja? Erlauben Sie? Bitte. Die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Kunst hat einen ganz anderen Sinn, als Sie uns hier erzählen. Meiner Laienmeinung nach soll sie Künstler vor dem Eingreifen des Staates oder von Behörden schützen. Aber doch nicht den einen Künstler vor dem anderen und Schauspieler vor Regisseuren schon gar nicht. Wollen Sie sich dazu äußern? Nein. Lassen Sie mich das bitte zu Ende bringen. Die Inszenierung eines alten Theaterstückes bedeutet sozusagen seine Übersetzung in die Jetztzeit. Ein Anliegen von Schiller in Kabale und Liebe war es, die Zwänge von Konventionen zu beschreiben und die Unmenschlichkeit von Klassenschranken darzustellen. Nun bedeutet es in unseren Tagen aber kein unüberbrückbares Standesproblem mehr, wenn eine Musikertochter mit einem Offizier zusammenleben will. Deshalb habe ich nach einer Konstellation gesucht, die vielen heutigen Zuschauern wie eine Zumutung vorkommt. Ja, bei zwei Homosexuellen scheint mir das der Fall zu sein. Eigentlich ist es unangenehm, hier solche Erklärungen abzugeben, aber ich tue es für diejenigen, die mit der Materie vielleicht nicht so vertraut sind. Ich finde, wenn Ihnen ein solches Problem wirklich wie ein Stein im Magen liegt, dann sollten Sie Ihr eigenes Stück schreiben, anstatt das von Schiller willkürlich zu verändern. Das ist ein grundlegender Irrtum von Ihnen, Herr Kollege. Ich hätte gedacht, ein Schauspieler wüsste, was Aufgaben und Kompetenzen eines Regisseurs sind. Vor Ihrem nächsten Engagement sollten Sie sich mit dieser Frage dringend befassen. Und die ganze Schwierigkeit besteht wohl darin, dass bei Herrn Winterlein das sogenannte gesunde Volksempfinden besonders stark ausgeprägt ist. Aus vielerlei Gründen hatte ich einen Vergleich in dieser Sache für besser als ein Urteil. Ja, was sagen Sie zu Folgendem? Herr Winterlein wird weiter beschäftigt. Zugleich erhält er eine Verwarnung und zahlt ein Bußgeld von 1500 Mark. Zum einen bestehen wir darauf, dass Herr Winterlein in der strittigen Inszenierung nicht mitspielt. Zum anderen müsste er eine Erklärung abgeben, dass sich solch ein Verhalten in Zukunft nicht wiederholt. Und was sagen Sie dazu? Ich bitte, die Verhandlung für eine Viertelstunde zu unterbrechen. Einverstanden. So wie es aussieht, wird nicht mehr herauszuholen sein, als der Vorsitzende eben angeboten hat. Ich finde, wir sollten auf das Vergleichsangebot eingehen. Das kann ich absolut nicht finden. Ich hatte mir einen Rechtsanwalt gewünscht, den ich nicht aufrichten muss, sondern der mich aufrichtet. Das hängt ja vielleicht auch ein bisschen mit der Sache zusammen, um die es geht. Wenn Sie ablehnen, kann es passieren, dass Sie am Ende ganz mit leeren Händen dastehen. Es würde vielleicht eine kleine Abfindung herausspringen, aber... Wie bitte? Ach, haben Sie etwa die ganze Zeit eine Abfindung im Auge? Was wollen Sie mir eigentlich unterstellen? Ich habe im Auge, Herr Arnold, als geachteter Schauspieler im Theater zu bleiben und mich nicht dem Diktat geistesgestörter Regisseure beugen zu müssen. Unter uns gesagt, so geistesgestört kommt mir der Herr Werber gar nicht vor. Ich finde seine Argumentation zumindest nachvollziehbar. Entschuldigen Sie meine Offenheit, aber das ist eine Laienansicht.
Und gerade von meinem Anwalt sehr seltsam. Im Übrigen hätten Sie gut dagegenhalten können, als dieser Regisseur meinen gesunden Menschenverstand als gesundes Volksempfinden verunglimpft hat. Herr Winterlein, ich halte es für unklug, diese kurze Pause mit Streitereien zu verbringen. Ich will Ihnen nur sagen, dass ich ungern verlorene Sachen vertrete. Nehmen Sie den Vergleichsvorschlag an. Wenn es Ihnen schwerfällt, denken Sie daran, auch der anderen Seite fällt es schwer. Sie sind ein Kunstbanause. Genau wie die da oben. Damit kann ich leben. So, mein Schätzchen, das war's. Bis bald mal wieder. Nee, warte mal, wie lange brauchst du da drin? Zwischen 10 Minuten und 2 Stunden, wieso? Weil ich mit dir was bereden muss. Krieg ich recht in der anderen? Nein, nix mit Geld, aber trotzdem wichtig. Da vorne ist eine Pizzeria, warte es auf mich. Hm? Aber werd nicht ungeduldig. Okay. Vielleicht ist er ja im Verkehr stecken geblieben. Guten Tag. Tut mir leid, aber ich bin genau pünktlich. Die geht falsch. Macht aber nichts. Rufen Sie mal die Zeitansage an. Kann ich inzwischen loslegen? Wie in unserem Haftprüfungsantrag kurz angedeutet, wurde mein Mandant Herr Muckefuß aus Gründen in Haft genommen, die so heute nicht mehr existieren. 11:01 Uhr. Die erste Runde hätten wir schon mal gewonnen. Entschuldigung, Sie hatten offenbar recht. Das macht nichts, das kommt gelegentlich vor. Sie brauchen keine weiteren Argumente vorzutragen. Der Herr Staatsanwalt hat... Ja, wo ist er eigentlich? Vielleicht geht seine Uhr noch falscher als unsere hier. Er hat sich entschuldigt, er kann leider nicht kommen. Oh, das tut uns aber leid. Wahnsinnig leid. Gleichzeitig hat er sein Einverständnis mit der Haftverschonung signalisiert. Ich werde also im Hinblick auf den jetzigen Ermittlungsstand den alten Haftbefehl aufheben und durch einen neuen ersetzen. Was soll denn das? Er wird wegen des dringenden Verdachtes der Unterschlagung erlassen. Gleichzeitig werde ich den Haftbefehl außer Vollzug setzen, und zwar gegen Auflage einer Meldepflicht beim zuständigen Polizeirevier. Sagen wir mal, einmal pro Woche. Gut. In so einem Augenblick fühlt man, dass die Freiheit das Höchste ist, was man hat. Erhalten Sie sich dieses Gefühl möglichst lange. Ich habe Ihnen noch nicht gesagt, dass Klinkmann bei mir gewesen ist. Klinkmann? Was wollte der? Uns warnen, dass wir ihn nicht in eine Sache reinziehen, mit der er nichts zu tun hat. Der ist jetzt auch nicht. Sobald die Verhandlung terminiert ist, haben wir noch ein paar Einzelheiten zu besprechen. Wenn Sie wollen, können wir das gleich jetzt machen. Ich habe Zeit. Aber ich nicht. Ich brauche auch bei Gelegenheit Ihre Kontonummer. Die kann ich Ihnen gleich geben. Steht unten auf der Visitenkarte. Na, ich habe mir einfach eine große Vorspeisenplatte bestellt. Ich bin davon ausgegangen, dass du mich einlädst. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Was meinst du damit? Na, du willst doch sicher über irgendwas mit mir reden. Muss ich jetzt warten, bis die große Vorspeisenplatte leer gegessen ist? Quatsch. Also? Ich will mit dem Studium aufhören. Um stattdessen was zu tun? Ich will auf eine Schauspielschule. Ist das hier ein Grieche oder ein Italiener? Ein Italiener. Einen Grappa, bitte. Wie ich dich kenne, hast du das bis ins Letzte überlegt. Nach einem halben Semester hast du rausgekriegt, dass Germanistik nicht das Richtige für dich ist. Das habe ich. Germanistik ist der letzte Husten. Und du hast rausgekriegt, dass schauspielerische Talente in dir schlummern, die jetzt mit Macht ans Licht drängen. Mensch, die Sache ist mir viel zu ernst, als dass ich in solchem Ton mit dir darüber reden möchte. Wenn du BAföG kriegen würdest, wäre es mir egal, wie oft du hin und her wechselst. Aber aus mir unerfindlichen Gründen ist das Finanzamt der Meinung, dass ich zu viel verdiene. Also kann ich den ganzen Spaß selbst bezahlen. Ein Grappa. Was ist das? Was soll ich damit? Du hast eben laut und deutlich einen Grappa bestellt. Ach so, ja. Danke. Bitte. Wo waren wir stehen geblieben? Beim lieben Geld. Aber ich bin keine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und ich bin nicht dein Bankautomat. Und ich bin keine Almosenempfängerin. Und ich bin nicht dein Fürze im Kopfbezahler. Und so weiter und so weiter. Glaubst du, dass du nach der Schauspielschule mehr Aussichten hast als nach dem Germanistikstudium?
Gute Aussichten habe ich doch nach keinem Studium. Kann ich doch gleich studieren, was mir am meisten Spaß macht. Das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Was ist denn so mies an der Germanistik? Dass sie mich zu Tode langweilt. Sonst ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Wusstest du nicht vorher, was auf dich zukommt? Ja, nicht so genau. Ich hatte keine Ahnung, dass sie da jeden Text so lange zeigst und es wirklich alles Leben groß ist. Siehst du so? Ja klar, ich wie denn sonst. Ich sitze bei den Vorlesungen und denke, meine Güte, was geht mich das alles an? Glaubst du nicht, ich könnte bei jeder Gerichtsverhandlung genauso denken wie du, wenn ich wollte? Was meinst du mit, wenn ich wollte? Ich meine damit, dass man bereit sein muss, Interesse für seinen Beruf aufzubringen, von sich aus. Dass du nicht da sitzen und verlangen kannst, los, Beruf, interessier mich. Und solange man noch die Grundlagen für einen Beruf lernt, geht's eben manchmal ein bisschen trocken zu. Ja, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das klingt vernünftig. Wer hat das gesagt? Woher weißt du, dass es auf einer Schauspielschule spannender zugeht? Das denke ich mir so. Außerdem hat es mir eine Freundin gesagt, Nicole. Wie lange lernt die schon da? Die will sich auch erst bewerben. Also ich war noch nie auf einer Schauspielschule, aber ich stelle mir es wahnsinnig spannend vor. Sprechübungen zu machen, Bewegungsübungen, Ausdrucksübungen, in den Arschkriechübungen. Hoffentlich du auch. Danke. Verscheißern kann ich mich allein. Ich mache dir einen Vorschlag. Ja? Wir alle wissen, dass du bestechlich bist. Das ist übrigens eine deiner sympathischsten und zuverlässigsten Eigenschaften. Also was für ein Vorschlag? Du kennst doch den Kühlschrank in meiner Küche. Ja. Gefällt er dir? Schlecht ist er nicht. Den schenke ich dir, wenn du diese hirnrissige Idee ungenutzt wieder abziehen lässt. Und eine komplette Füllung dazu. Die ich mir selber aussuchen darf? Die du dir selber aussuchen darfst. Ich werde es mir überlegen. Ha, sind Sie der Letzte? Ja, die Damen sind schon gegangen. Haben Sie heute vor Gericht was verloren? Nö. Wie kommen Sie denn darauf? Ihre Laune scheint mir irgendwie befleckt. Das ist doch bei mir nichts Neues. Stimmt. Meine Tochter hat mir gerade erzählt, dass sie Schauspielerin werden will. Oh Gott, ich habe es gerade mit einem besonders abschreckenden Exemplar dieser Berufsgruppe zu tun. Den sollte sie mal kennenlernen. Sind die nicht alle furchtbar? Auch im Durchschnitt sicher nicht schlimmer als unser einer. Ach, wie geht's denn so ohne Frau? Sie meinen ohne Ehefrau? Gibt's da für Sie einen Unterschied? Ja, wenn Sie wollen, erkläre ich Ihnen gerne. Nee, lassen Sie mal, ich ahne schon, was Sie meinen. Also gut, wie geht's ohne Ehefrau? Man gewöhnt sich dran. Sag ich doch. Die junge Dame, mit der ich Sie da neulich gesehen habe, ich muss schon sagen, alle Achtung. Das klingt, wie hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Mit Ihnen kann man nicht mehr reden. Sie durchschauen einen bei der kleinsten Andeutung. Ich bin ja lange genug bei Ihnen. Hast du nicht vorhin mit ihm getanzt? Das würdest du doch nie erlauben. Wie fühlt man sich mit 40? Das musst du doch wissen. Ist schon so lange her. Habe ich schon vergessen. Man fühlt sich jung. Wie mit 39. Warum kommst du nicht rein? Ich stehe hier ganz gut. Ich kenne ja da drin keinen Menschen. Deshalb sollst du da reinkommen, damit du ein paar kennenlernst. Ich kenne schon so viele Leute. Wo ist denn dein geschiedener Mann? Der ist nicht da. Ist aber taktvoll. Ich hatte ihn eingeladen, aber er musste leider verreisen. Deine Hausbar gefällt mir heute recht gut. Jedenfalls viel besser als beim vorigen Mal. Wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, dann kannst du richtig schöne Sachen sagen. Klar. Stellen Sie es bitte hierher. Nicht daher, hierher. Ihre Tochter ist vorhin da gewesen. Und? Was ist draus geworden? Sie haben so fest geschlafen, habe ich ihr gesagt, dass Sie unterwegs sind. Ich habe gewusst, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Also, Sie haben eben dieses Heftchen da gelassen. Was ist das? Eine Broschüre über die Schauspielschule. Wenn sie sich wieder meldet, sagen Sie ihr, ich verweigere die Annahme. Dazu bin ich rechtlich befugt. Fühlen Sie sich krank? Furchtbar. Ich habe einen Kater. Wollen Sie hören, was ich gestern alles getrunken habe? Draußen wartet nämlich wieder ein Besuch. Ein Herr Muckefuß. Sieht ziemlich böse aus.
Wieso böse? Ist doch ein ganz freundlicher Kerl. Nein, nein, nicht so böse. Er sieht aus, als wäre er einem Schlägertrupp in die Hände gefallen. Schicken Sie ihn mal rein. Ja. Herr Huckefuß, kommen Sie bitte rein. Hier liegt den Wand. Beim letzten Mal haben Sie gesünder ausgesehen. Irgendwas ist in Ihrem Gesicht anders. Ja, das war Klinkmann. Gestern Abend. Ja, wie? Einfach so? Ja, ich habe ihn unvorsichtigerweise in meine Wohnung reingelassen. Aber ich will das nicht juristisch verfolgen. Das ist nobel. Ja. Paula, kommen Sie noch mal kurz rein. Das ist sogar sehr nobel. Mhm. Und nicht vergessen, Annahme verweigert. Hatte Klinkmann für seine Attacke einen aktuellen Grund? Oder war es immer noch sein alter Groll? Nee, das war ein neuer Groll. Sie haben ihn rausgeschmissen. Aus dem Supermarkt? Fristlos gekündigt. Er hat denen gesagt, es wäre noch überhaupt nichts bewiesen. Und dann hat er gesagt, im Zweifel für den Angeklagten. In dubio pro reo. Richtig. Und dann haben die ihm gesagt, er kann sich sein in dubio in Arsch stecken. Das kann man besser gar nicht formulieren. Und wissen Sie, was ich finde? Dass ich die Dresche Hieb für Hieb verdient habe. Ohne meine Dämlichkeit wäre das nämlich alles nicht passiert. Und deswegen will ich das auch auf sich beruhen lassen. Ihre Verhandlung ist für den 12. nächsten Monats angesetzt. Wir schreiben Ihnen das noch. Sie bleiben bei Ihrer bisherigen Aussage, wie besprochen. Und sonst muss ich weiter nichts wissen? Vielleicht noch eins. Der Vorsitzende ist ein Richter Kapphahn. Er macht gerne Witze und Sie lachen jedes Mal, klar? Und zwar schön laut. Der Mann ist schwerhörig. Herr Logo. Das ist eigentlich alles, was Sie sich merken müssen. Rosi, klingelt. Hey. Das darf doch nicht wahr sein. Tag, sind Sie Ihr Liebling? Hören Sie mal, wissen Sie, wie spät es ist? Nee. Entschuldigung, es ist 7.30 Uhr. Und wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Ja, Sonntag. Und sind Sie noch ganz dicht? Ihre Tochter hat mich gebeten, Ihren Kühlschrank abzuholen. Ach so. Mein Lieferwagen steht unten. Kommen Sie rein. Ach so, und sie hat mir versprochen, dass Sie mit anfassen, weil ich kann das Ding ja nicht alleine runterschleppen. Ja, klar, fasse ich mit an. Bin ganz verrückt drauf. Losgehen. Das ist die beste Nachricht seit langem. Also, Namen zu dem Vollmacht des Klägers erhebe ich Klage mit der Bitte um Anberaumung eines Termins für eine mündliche Verhandlung, in der ich beantragen werde, wie folgt zu erkennen. Erstens, es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis zwischen dem Kläger und dem beklagten Schauspieltheater ungeachtet der Kündigung vom Datum einsetzen
weiter besteht. Zweitens, das beklagte Theater wird dazu verurteilt, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Kündigungsschutzklage den Kläger weiter zu beschäftigen. Bloß noch ein Momentchen. Und rochen ist hier nicht. Schon ja keine Stinker-Doris. Kommen Sie auf Rezept oder von sich aus? Nee, von mich aus. So, fertig. Die Frage, die ich habe, ist folgende. Können Sie bezeugen, dass Herr Udo Muckefuß und Herr Werner Klinkmann einander kennen, sich vielleicht sogar gut kennen? Wieso wollen Sie denn das wissen? Ich bin der Anwalt von Herrn Muckefuß. Er ist in gewissen Schwierigkeiten. Schon wieder? Was ist denn diesmal los? Hängt davon die Beantwortung meiner Frage ab? Überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, mich interessiert das auch ja nicht. Ja, ich kenne die Beden sehr gut. Ja, woher? Ich war mit Bede verlobt. Na, nicht gleichzeitig, nacheinander. Ist schon eine Weile her. Und was wissen Sie über das Verhältnis der beiden untereinander? Och, das war gut bis mittelgut. Beim Verlobungswechsel war ein bisschen angespannt. Aber das hat sich wieder gegeben, weil Sie schon daran sehen können, dass wir vor 3 Wochen friedlich ein Bierchen getrunken haben. Zu dritt? Mm-mm, zu viert mit meinem gegenwärtigen Verlobten. Ja, Sie brauchen mir ja nicht so anzukicken. Das ist eine schnelllebige Zeit. Glauben Sie nicht, dass ich gekommen bin, um Sie um einen Gefallen zu bitten? Wenn das Gericht Sie zur Weiterbeschäftigung von Winterlein verurteilt, woran ich nicht zweifle, dürfte das Klima zwischen Ihnen vergiftet sein. An einem Theater stelle ich mir das besonders problematisch vor. Und deshalb meine Frage, ob es nicht klüger wäre, sich ohne Gerichtsurteil zu einigen. Da stoßen Sie bei mir auf taube Ohren. An diesem Theater wird Winterlein nur weiter beschäftigt, wenn man uns dazu zwingt. Unter keinen sonstigen Umständen. Mein Gott, was hat er Ihnen getan? Getan ist nicht das richtige Wort. A, ist da ein Kotzbocken. Das sei hier natürlich nur unter uns. Unter anderem Schauspielervertreter und auch Vertreter der Theaterbesitzer. Wir sollten. Manche Regisseure bevorzugen die alten Stücke ja nur aus einem einfachen Grund. Nicht etwa aus Interesse an jener Epoche, nein. Weil die alten Klassiker sich nicht zur Wehr setzen können heutzutage. So sieht das aus. Ja. Der Schriftsatz mit unserer Klage auf Weiterbeschäftigung geht dann heute oder morgen raus, ja? Ja. Ja, das ist sehr gut. Sie wissen, dass ich ein Bewunderer Ihrer Argumentierkunst bin, aber in diesem Fall gehen unsere Ansichten weit auseinander. Ich bin entschieden gegen Haftverschonung für Muckefuß. Dass ich Ihren Antrag vor dem Haftrichter unterstütze, können Sie vergessen. Sie wissen, dass ich noch nie ein Bewunderer Ihrer Rechtsauffassung war. Aber selbst Sie müssten doch zugeben, dass Vortäuschung einer Straftat was anderes ist als schwerer Raub und anders behandelt werden sollte. Naja, das ist mir schon klar. Aber das weiß der Herr Muckefuß auch. Ich halte seine Geschichte von der Verabredung mit Herrn Klinkmann für einen Versuch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Vielleicht folgt er sogar einem listigen anwaltlichen Rat. Ich überlege gerade, ob ich mich über so eine Unterstellung nicht schrecklich aufregen müsste. Ach kommen Sie, unter 4 Augen kann man schon mal sowas sagen. Wir sind ja nicht in der Verhandlung. Ich habe den Filialleiter Klinkmann noch mal vernommen. Der lacht sich über die Behauptung von Herrn Muckefuß halbtot. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich in der Verhandlung eine rübergezogen gekriegt? Im Gegenteil. Es gab eine Verurteilung genau entsprechend meinem Antrag. Na, da müssten Sie doch in Geberlaune sein und nicht so streng. Bessert nicht jeder Tag Knast, der verhängt wird, Ihre Stimmung? Wenden Sie nicht, dass jetzt etwas zu weit gehen. Ach, kommen Sie. Unter 4 Augen kann man doch sowas schon mal sagen. Kann losgehen. Das ist die beste Nachricht seit langem. Also, Namen zu dem Vollmacht des Klägers erhebe ich Klage mit der Bitte um Anberaumung eines Termins für eine mündliche Verhandlung, in der ich beantragen werde, wie folgt zu erkennen. Erstens, es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis zwischen dem Kläger und dem beklagten Schauspieltheater ungeachtet der Kündigung vom Datum Einsetzen weiter besteht. Zweitens,
Das beklagte Theater wird dazu verurteilt, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Kündigungsschutzklage den Kläger weiter zu beschäftigen. Beteiligen oder aber das abzulehnen, was man von mir verlangte. Ich habe mich für das Letztere entschieden. Könnten Sie das etwas näher erläutern? Gerne. Friedrich Schiller hat ein Stück geschrieben mit dem Titel Kabale und Liebe. Ist bekannt, ja. Ja, und dieses Stück wird zurzeit an unserem Theater inszeniert. Für die Regie hat man aus mir unerfindlichen Gründen einen nichtsnutzenden Trickbetrüger engagiert, namens Traugott Werber. Der Inhalt des Stückes ist Ihnen ja bekannt. Leider nicht, das ist sehr lange her. Ach so. Also ursprünglich hieß das Stück Luise Millerin. Diese Luise Miller ist eine Musikertochter, einfaches Mädchen, kleinbürgerliche würden wir heutzutage sagen. Sie verliebt sich in Ferdinand, ein Offizier, der adlig ist. Nun ja, Ständeklausel und so weiter, es gibt Probleme. Das Stück endet sehr tragisch, mehr will ich Ihnen jetzt gar nicht erzählen. Und wissen Sie, was ich spielen sollte? Die Luise Millerin. Sie? Das ist in der Tat etwas seltsam. Es kommt noch viel seltsamer. Passen Sie auf, was dieser Triebtäter von einem Regisseur sich ausgedacht hat. Er hat die Musikertochter Luise Millerin gestrichen und einen Musikersohn Ludwig Müller daraus gemacht. Und dieser Ludwig ist natürlich homosexuell. Meine Rolle. Und ich verliebe mich in Ferdinand, der ist natürlich auch schwul. Und Sie haben sich geweigert, das zu spielen? Hätten Sie das vielleicht nicht? Dabei hatte ich mich so gefreut, als es hieß, dass ich eine Rolle in Kabale und Liebe übernehmen kann. Ich verehre unsere Klassiker sehr. Als ich dann aber von dieser monströsen Verballhornung durch diesen schwachsinnigen Regisseur hörte, habe ich klipp und klar gesagt, ohne mich. Diese Schandtat geschieht ohne mich. Ich habe eine gute Nachricht. Hast du auch was zu trinken? Auch das, aber zuerst die gute Nachricht. Mein Sohn ist nicht da. Auf dem Zettel steht, dass er morgen Abend erst zurückkommt. Fürwahr, das ist eine gute Nachricht. Muss ich zugeben. Und jetzt mein Cognac. Hier, dein Cognac. Oh. Was ist das denn für ein Monster? Das ist eine Hausbar. Sieht man das nicht? Ach, die hat jemand hier für eine Weile untergestellt. Was ist denn untergestellt? Die habe ich gekauft. Ist es nicht in Ordnung damit? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber... Das ist eins der hässlichsten Möbelstücke, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wie nennt man sowas? Hab keine Angst, ich will sie dir nicht schenken. Was muss man dafür anlegen? Ich glaube nicht, dass dich das zu interessieren hat. Rosemarie, es ist doch nicht übertrieben zu sagen, dass wir beide befreundet sind. Also, wenn du mit mir vorher darüber geredet hättest, hätte ich dir bestimmt... Hätte ich vorher mit dir darüber reden sollen? Du bist weder mein Vater, noch mein Vormund, noch mein Mann. Wenn wir beide zusammen wohnen würden, dann hätte ich deine Vorwürfe vielleicht verstanden. War doch ziemlich groß. Hätte schief gehen können. Von einer Arbeitsverweigerung durch meinen Mandanten zu sprechen, stellt eine grobe Verzerrung der Tatsachen dar. Herr Winterlein war nicht nur zur Arbeit bereit, er hatte sich sozusagen über seine unmittelbaren Pflichten hinaus auch noch Gedanken über das aufzuführende Stück gemacht. Und dabei war er zu einem anderen Resultat gekommen als der Regisseur. Tut mir leid, aber dafür ist er nicht angestellt. Diese Gedanken verlangt nicht nur keiner von ihm, es will sie auch niemand. Das klingt ziemlich rüde, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Sie wissen, dass die Freiheit der Kunst in unserem Grundgesetz garantiert ist. Ich räume ein, dass Herrn Winterleins Haltung zu gewissen Spannungen am Theater geführt hat. Wenn aber verschiedene Auffassungen von Intentionen, von Kunstwerken ein Kündigungsgrund wären, gäbe es wohl kaum noch Schauspieler an unserem Theater. Also, dazu möchte ich mal was sagen, ja? Erlauben Sie? Bitte. Die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Kunst hat einen ganz anderen Sinn, als Sie uns hier erzählen. Meiner Laienmeinung nach soll sie Künstler vor dem Eingreifen des Staates oder von Behörden schützen. Aber doch nicht den einen Künstler vor dem anderen und Schauspieler vor Regisseuren schon gar nicht.
Wollen Sie sich dazu äußern? Nein. Lassen Sie mich das bitte zu Ende bringen. Die Inszenierung eines alten Theaterstückes bedeutet sozusagen seine Übersetzung in die Jetztzeit. Ein Anliegen von Schiller in Kabale und Liebe war es, die Zwänge von Konventionen zu beschreiben und die Unmenschlichkeit von Klassenschranken darzustellen. Nun bedeutet es in unseren Tagen aber kein unüberbrückbares Standesproblem mehr, wenn eine Musikertochter mit einem Offizier zusammenleben will. Deshalb habe ich nach einer Konstellation gesucht, die vielen heutigen Zuschauern wie eine Zumutung vorkommt. Ja, bei zwei Homosexuellen scheint mir das der Fall zu sein. Eigentlich ist es unangenehm, hier solche Erklärungen abzugeben, aber ich tue es für diejenigen, die mit der Materie vielleicht nicht so vertraut sind. Ich finde, wenn Ihnen ein solches Problem wirklich wie ein Stein im Magen liegt, dann sollten Sie Ihr eigenes Stück schreiben, anstatt das von Schiller willkürlich zu verändern. Das ist ein grundlegender Irrtum von Ihnen, Herr Kollege. Ich hätte gedacht, ein Schauspieler wüsste, was Aufgaben und Kompetenzen eines Regisseurs sind. Vor Ihrem nächsten Engagement sollten Sie sich mit dieser Frage dringend befassen. Und die ganze Schwierigkeit besteht wohl darin, dass bei Herrn Winterlein das sogenannte gesunde Volksempfinden besonders stark ausgeprägt ist. Aber nur, wenn Ihnen kein parkendes Auto in die Quere kommt. Sie haben genau den springenden Punkt erfasst. Um das zu verhindern, haben wir uns extra eine Stelle ausgesucht, an der absolutes Halteverbot ist. Klaro? Ah, gut. Und so ist es dann auch gelaufen. Und wenn ich nicht so bescheuert gewesen wäre und mir hingelegt hätte, könnten wir heute beide wohlhabende Männer sein. Wie viel Geld war denn drin in der Tasche? 35.000 Märker, sagt jedenfalls die Polizei. Ich persönlich hatte ja keine Zeit, das nachzuzählen. Diese Verabredung jetzt halte ich nicht für ein Meisterstück der Terminplanung. Das können Sie ruhig wissen. Oh, Tag, Chef. Der Herr wartet schon. Sind Sie jetzt auch von dieser Waldmann-Pest angesteckt? Nein. Senta hat ihn liegen lassen. Ich habe mal kurz reingehört. Wissen Sie, es ist wirklich nicht sehr schön, was da rauskommt. Das hätte ich Ihnen vorher sagen können. Hat er gesagt, worum es sich handelt? Kein Wort. Brauchen Sie mich noch? Mein ganzes Leben lang. Aber jetzt können Sie nach Hause gehen, falls Sie das meinen. Danke, Chef. Kommen Sie rein, Herr Kniebender. Ja, das ist nicht mein richtiger Name. Das habe ich mir schon gedacht. Am besten, wir halten uns nicht lange mit Vorreden auf. Sehr gut. In Wirklichkeit habe ich nämlich schon Feierabend. Das sind 300.000 Mark. Finden Sie nicht, dass von dem Geld ein überirdischer Glanz ausgeht? Zweifellos, ja. Ich habe vor, es Ihnen zu geben. Muss ich dafür was machen? Ja, aber nicht sehr viel. Sie sollen einen Staatsanwalt oder Richter bestechen. Wenn es weiter nichts ist. Ich werde mit Haftbefehl gesucht. Rauschgift? Woher wissen Sie das? Eingebung. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Sie sollen mich nicht in einem eventuellen Verfahren vertreten. Ich möchte nur, dass Sie bei der zuständigen Person erreichen, dass mein Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wird. Ich will aus diesem Scheiß-Berlin raus und dazu muss ich vorher aus dem Fahndungscomputer raus. Nach einer Woche können die mich meinetwegen wieder auf die Liste setzen. Man findet selten einen Mandanten, der so präzise Vorstellungen hat. Wie viel Sie dem entsprechenden Beamten geben, bleibt Ihnen überlassen. Der Rest wäre dann Ihr Honorar. Eines sollte ich Ihnen wohl sagen. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass ich Sie anzeige. Wie darf ich das verstehen? Mandatsanbahnungsgespräche unterliegen der Schweigepflicht. Und um ein Mandatsanbahnungsgespräch handelt es sich auch dann, wenn das Mandat nicht zustande kommt, wie in unserem Fall. Heißt das, dass Sie die Sache nicht übernehmen wollen? So könnte man es ausdrücken, ja. Also brauchen wir gar nicht weiter zu reden. Überhaupt nicht. Ich würde nur vorher gern noch mal... Wieder so ein Suffkopf, der nicht aushalten kann, bis wir aufmachen. Nee, der will was. Mach mal auf. Wir machen erst um 6 Uhr auf. Ich komme nicht als Gast. Obwohl ich gegen ein Bier nichts einzuwenden hätte. Sie sind der Herr Schmutzler? Und?
Ihren Namen weiß ich von Muckefuß. Muckefuß? Zähle ich im Knast? Sie sagen das. Ich bin sein Anwalt. Und was haben wir damit zu tun? Von Ihnen möchte ich jetzt nur gern wissen, stimmt es, dass Muckefuß und ein Herr Klinkmann im letzten Monat mehrmals gemeinsam Ihre Gäste waren? Ja, das stimmt. Weiter? Weiter nicht. Halt du dich da lieber raus! Was quatschst denn du? Wenn sie hier waren, waren sie hier. Was sollten wir denn da raushalten? Eine gesunde Einstellung. Überall muss der seine rote Näserin stecken. Bild? Ja. Ich weiß ja nicht mal, für wen es gut oder für wen es schlecht ist, dass sie zusammen hier waren. Ich weiß, was denn jetzt stimmt. Ende der Durchsage. Ende der Durchsage. Paula, weißt du, was wir am Wochenende gemacht haben? Du erzählst es mir ja sowieso gleich. Na dann eben nicht. Na los, hab dich nicht so. Was heißt wir? Du und deine Eltern? Quatsch. Ich und mein Verlobter, Joachim. Und? Was habt ihr gemacht? Wir waren in Ost-Berlin. Zuerst waren wir im Pergamentmuseum und dann im Theater. Kultursatz. War schön. War super. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Grenzer sind immer so unfreundlich. Dauernd hat man das Gefühl, man hätte sie beleidigt und müsste sich bei ihnen entschuldigen. Tach. Irgendwo gibt hier ein Rechtsanwalt Lüstling, der will ich sprechen und zwar umgehend. Das glaube ich Ihnen gern. Aber der nächste Termin, den ich Ihnen bei Rechtsanwalt Liebling geben kann, ist ungefähr in 10 Tagen. Junge Frau, ich hab gesagt, jetzt. Und wenn Sie mir einen Termin geben, dann nehme ich ihn mir. Entschuldigung, wie heißen Sie denn? Klinkmann. In welcher Sache möchten Sie zu Herrn Liebling? Das weiß er schon. Herr Liebling ist sehr beschäftigt und würde sich schön aufregen, wenn ich jeden Besucher zu ihm reinließe. Was denken Sie, wie ich mal gleich aufrege, wenn es hier nicht endlich losgeht? Können Sie auch etwas freundlicher sein? Jetzt reicht's. Ich mach meine Zeit auch nicht hier, Scholz. Sie müssen aufstehen. Denk gar nicht dran. Da draußen steht so eine Art Gorilla, der will rennen zu Ihnen. Paula kann ja nicht mehr lange halten. Klinkmann heißt er. Was? Ein Gorilla? Kommen Sie bitte rein. Ist aber ein zierlicher Gorilla. Was haben Sie ihm gesagt? Also nichts, das war was. Na, wo ist denn nun dein Liebling? Hast du nicht vorhin mit ihm getanzt? Das würdest du doch nie erlauben. Wie fühlt man sich mit 40? Das musst du doch wissen. Ist schon so lange her. Habe ich schon vergessen. Man fühlt sich jung. Wie mit 39. Warum kommst du nicht rein? Ach, ich stehe hier ganz gut. Ich kenne ja da drin keinen Menschen. Deshalb sollst du doch reinkommen, damit du ein paar kennenlernst. Ich kenne schon so viele Leute. Wo ist denn dein geschiedener Mann? Der ist nicht da. Taktvoll. Ich hatte ihn eingeladen, aber er musste leider verreisen. Deine Hausbar gefällt mir heute recht gut. Jedenfalls viel besser als beim vorigen Mal. Wirklich. Wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, dann kannst du richtig schöne Sachen sagen. Klar. Stellen Sie es bitte hierher. Nicht daher, hierher. Ihre Tochter ist vorhin da gewesen. Und? Was ist draus geworden? Sie haben so fest geschlafen, habe ich ihr gesagt, dass Sie unterwegs sind. Ich habe gewusst, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Also Sie haben Ihnen dieses Heftchen da gelassen. Was ist das? Eine Broschüre über die Schauspielschule. Wenn sie sich wieder meldet, sagen Sie ihr, ich verweigere die Annahme. Dazu bin ich rechtlich befugt. Fühlen Sie sich krank? Furchtbar. Ich habe einen Kater. Wollen Sie hören, was ich gestern alles getrunken habe? Draußen wartet nämlich wieder ein Besuch. Ein Herr Muckefuß. Sieht ziemlich böse aus. Wieso böse? Ist doch ein ganz freundlicher Kerl. Nein, nein, nicht so böse. Er sieht aus, als wäre er einem Schlägertrupp in die Hände gefallen. Schicken Sie ihn mal rein. Ja. Herr Muckefuß, kommen Sie bitte rein. Herr Liebling wartet auf Sie.
Beim letzten Mal haben Sie gesünder ausgesehen. Irgendwas ist in Ihrem Gesicht anders. Ja, das war Klinkmann. Gestern Abend. Ja, wie? Einfach so? Ja, ich habe ihn unvorsichtigerweise in meine Wohnung reingelassen. Aber ich will das nicht juristisch verfolgen. Das ist nobel. Ja. Paula, kommen Sie noch mal kurz rein. Das ist sogar sehr nobel. Und nicht vergessen, Annahme verweigert. Hatte Klinkmann für seine Attacke einen aktuellen Grund? Oder war es immer noch sein alter Groll? Nee, das war ein neuer Groll. Ohne mich. Diese Schandtat geschieht ohne mich. Ich habe eine gute Nachricht. Hast du auch was zu trinken? Auch das, aber zuerst die gute Nachricht. Mein Sohn ist nicht da. Auf dem Zettel steht, dass er morgen Abend erst zurückkommt. Fürwahr, das ist eine gute Nachricht. Muss ich zugeben. Und jetzt mein Cognac. Hier, dein Cognac. Oh. Was ist das denn für ein Monster? Das ist eine Hausbahn. Sieht man das nicht? Ach, die hat jemand hier für eine Weile untergestellt. Was ist denn untergestellt? Die habe ich gekauft. Ist es nicht in Ordnung damit? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber das ist eins der hässlichsten Möbelstücke, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wie nennt man sowas? Hab keine Angst, ich will sie dir nicht schenken. Was muss man dafür anlegen? Ich glaube nicht, dass dich das zu interessieren hat. Rosemarie, es ist doch nicht übertrieben zu sagen, dass wir beide befreundet sind. Also, wenn du mit mir vorher darüber geredet hättest, hätte ich dir bestimmt... Wieso hätte ich vorher mit dir darüber reden sollen? Du bist weder mein Vater, noch mein Vormund, noch mein Mann. Wenn wir beide zusammen wohnen würden, dann hätte ich deine Vorwürfe vielleicht verstanden. Obwohl sie auch dann nicht angebracht gewesen wären. Aber so sind sie absolut überflüssig. Hey. Hast du noch einen Cognac für mich? Hier. Wie du vielleicht weißt, werde ich in ein paar Wochen 40. Mhm. Ja, da gibt's ja ein Fest. Und dafür habe ich die Hausbar gekauft. Abgesehen davon finde ich sie schön. Hast du schon Leute eingeladen? Ja, eine ganze Menge. Oh, ist schade. Was ist denn daran schade? Na, ich wollte doch zu deinem Geburtstag mit dir ein paar Tage wegfahren. Ist lieb von dir. Aber es lässt sich leider nicht mehr ändern. Hm. Wirklich schade. Ich lass mich hängen, wenn du für das Ding auch nur einen Pfennig weniger bezahlt hast als 5000 Mark. Weißt du, so hat dann jeder seine Träume. Früher habe ich von einem Mann wie dir geträumt. Und heute träume ich von einer Hausbar. Ich hab's inzwischen vergessen. Wie heißt dieser Filialleiter? Klinkmann. Werner Klinkmann. Sie sagen, Sie kennen sich schon eine Weile? Seit über 10 Jahren. Woher? Bundeswehr. Er war Unteroffizier und ich war Schützearsch. Das lässt sich überprüfen? Auf die Stunde genau. Da gibt es Unterlagen drüber. Sehr schön. Als Sie über diese Sache mit ihm geredet haben, über den fingierten Überfall, dafür gibt es keine Zeugen, ne? Na, Sie machen mir vielleicht Spaß. Natürlich gibt es keine. Und das ist kein Zufall. Kein Freund, Freundin, Vater, Mutter? Nee, niemand. Sie verstehen, warum ich Sie dann... Gar keine andere Wahl. Wenn Sie gut verteidigt werden wollen, heißt das, Klinkmann reinreiten. Ich komme morgen wieder, bringe meinen Kassettenrekorder mit und dann gehen wir ein bisschen in die Einzelheiten. Wie wär's denn mit einem Antrag auf Haftverschonung? Na, nun mal nicht so eilig. Wenn sie draußen wären, würden sie auch bloß irgendwo im Krankenhaus rumliegen. Hier haben sie es doch viel gemütlicher. Ach, haben Sie das Bett darüber geschoben? Ja, der Mann spitzt die ganze Zeit die Ohren. Der Mann ist stocktaub. Im Ernst? Ja. Finden Sie nicht auch, dass diese Kündigung absolut... Also, fragen Sie mich nicht nach meiner Meinung. Ich kann mir kein Urteil erlauben, bevor ich die Einzelheiten kenne. Wie lange sind Sie denn schon an diesem Theater beschäftigt? Seit 7 Spielzeiten. In dem Brief ist die Rede von Verletzungen der Vertragspflichten. Ihre Kündigung wird mit Arbeitsverweigerung begründet. Worin besteht die? Ich hatte die Wahl, mich entweder an einem Mord an der Kunst zu beteiligen oder aber das abzulehnen, was man von mir verlangte. Ich habe mich für das Letztere entschieden. Könnten Sie das etwas näher erläutern? Gerne. Friedrich Schiller hat ein Stück geschrieben mit dem Titel Kabale und Liebe. Ist bekannt, ja. Ja, und dieses Stück wird zurzeit an unserem Theater inszeniert. Für die Regie hat man aus mir unerfindlichen Gründen einen Nichtsnutz an Trickbetrüger engagiert, namens Traugott Werber.
Der Inhalt des Stückes ist Ihnen ja bekannt. Leider nicht, das ist sehr lange her. Ach so. Also ursprünglich ist das Stück Luise Millerin. Diese Luise Miller ist eine Musikertochter, einfaches Mädchen, kleinbürgerliche würden wir heutzutage sagen. Sie verliebt sich in Ferdinand, ein Offizier, der adelig ist. Nun ja, Ständeklausel und so weiter, es gibt Probleme. Das Stück endet sehr tragisch, mehr will ich Ihnen jetzt gar nicht erzählen. Und wissen Sie, was ich spielen sollte? Die Luise Millerin. Sie? Das ist in der Tat etwas seltsam. Es kommt noch viel seltsamer. Passen Sie auf, was dieser Triebtäter von einem Regisseur sich ausgedacht hat. Er hat die Musikertochter Luise Millerin gestrichen und einen Musikersohn Ludwig Müller daraus gemacht. Und dieser Ludwig ist natürlich homosexuell. Meine Rolle. Und ich verliebe mich in Ferdinand, der ist natürlich auch schwul. Und Sie haben sich geweigert, das zu spielen? Hätten Sie das vielleicht nicht? Dabei hatte ich mich so gefreut, als es hieß, dass ich eine Rolle in Kabale und Liebe übernehmen kann. Ich verehre unsere Klassiker sehr. Als ich dann aber von dieser monströsen Verballhornung durch diesen schwachsinnigen Regisseur hörte, habe ich klipp und klar gesagt, ohne mich. Diese Schandtat geschieht ohne mich. Ich habe eine gute Nachricht. Hast du auch was zu trinken? Auch das, aber zuerst die gute Nachricht. Mein Sohn ist nicht da. Auf dem Zettel steht, dass er morgen Abend erst zurückkommt. Fürwahr, das ist eine gute Nachricht. Muss ich zugeben. Und jetzt mein Cognac. Zusammen wohnen würden, dann hätte ich deine Vorwürfe vielleicht verstanden. Obwohl sie auch dann nicht angebracht gewesen wären. Aber so sind sie absolut überflüssig. Oh. Hast du noch einen Cognac für mich? Hier. Wie du vielleicht weißt, werde ich in ein paar Wochen 40. Mhm. Ja, da gibt's ja ein Fest. Und dafür habe ich die Hausbar gekauft. Abgesehen davon finde ich sie schön. Hast du schon Leute eingeladen? Ja, eine ganze Menge. Oh, schade. Was ist denn daran schade? Na, ich wollte doch zu deinem Geburtstag mit dir ein paar Tage wegfahren. Ist lieb von dir. Aber es lässt sich leider nicht mehr ändern. Wirklich schade. Ich lass mich hängen, wenn du für das Ding auch nur einen Pfennig weniger bezahlt hast als 5000 Mark. Weißt du, so hat dann jeder seine Träume. Früher habe ich von einem Mann wie dir geträumt. Und heute träume ich von einer Hausbar. Ich hab's inzwischen vergessen. Wie heißt dieser Filialleiter? Klinkmann. Werner Klinkmann. Sie sagen, Sie kennen sich schon eine Weile? Seit über 10 Jahren. Woher? Bundeswehr. Er war Unteroffizier und ich war Schützearsch. Das lässt sich überprüfen? Auf die Stunde genau. Da gibt es Unterlagen drüber. Sehr schön. Als Sie über diese Sache mit ihm geredet haben, über den fingierten Überfall, dafür gibt es keine Zeugen, ne? Na, Sie machen mir vielleicht Spaß. Natürlich gibt es keine. Und das ist kein Zufall. Kein Freund, Freundin, Vater, Mutter? Nee, niemand. Sie verstehen, warum ich Sie danach frage. Gibt es Personen, die bezeugen können, dass Sie sich in letzter Zeit mit Klinkmann getroffen haben? Er hat nämlich angegeben, er hätte Sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Da hat sie wohl nicht mehr alle. Also wenn Sie mir mal ein paar Sekunden nachdenken lassen, nenne ich Ihnen mindestens 5 Leute, die uns beide zusammen gesehen haben. Wann? Auch kurz vor der Tat? Buchtet. Gut, diese Angaben nehmen wir nachher auf. Wann haben Sie den Plan besprochen? Das ist noch kein Monat her. War seine Idee. Ich will Ihnen mal eine Einzelheit sagen. Es war ausgemacht, dass Klinkmann so dicht am Straßenrand entlang geht, dass ich ihm die Tasche vom fahrenden Motorrad aus wegreißen kann. Aber nur, wenn Ihnen kein parkendes Auto in die Quere kommt. Sie haben genau den springenden Punkt erfasst. Um das zu verhindern, haben wir uns extra eine Stelle ausgesucht, an der absolutes Halteverbot ist. Klaro? Ah, gut. Und so ist es dann auch gelaufen. Und wenn ich nicht so bescheuert gewesen wäre und mir hingelegt hätte, könnten wir heute beide wohlhabende Männer sein. Wie viel Geld war denn drin in der Tasche? 35.000 Märker, sagt jedenfalls die Polizei. Ich persönlich hatte ja keine Zeit, das nachzuzählen. Diese Verabredung jetzt halte ich nicht für ein Meisterstück der Terminplanung. Das können Sie ruhig wissen.